auf Radio Marabu. Schon immer war es eine Eigenart von Radio Marabu, die Hörer zu verschrecken mit Avantgarde. Dafür wurde der Sender ja eigentlich gegründet. Unser Chef, Rainer Palmer, ist der größte Fan der einstürzenden Neubauten. Ja, und die haben ihn durchaus motiviert, 1984 an den Start zu gehen. Die Namensgebung erfolgte durch einen Zooparkbesuch. Das wirklich hässlichste Vieh im Zoopark war eben ein Marabu. Und so bekam der Sender, der Avantgarde ungewöhnliche Musik spielen sollte, den Namen Radio Marabu. Ich bin dann in den 90er Jahren hinzugestoßen, weil ich fand zumindest damals Radio Marabu ein genialer Name für ein alternatives Radioprogramm. Für Avantgarde sorgt bei uns unser Kollege Bernd Brecht. Bekannt bis zum Äußersten zu gehen, hören wir rein. Ich will dein Weich schlagen, Augenpflege des warmen Windes. Im Sonnenstrahl im Augenblick aufgewacht. Nur auf Radio Marabu, Broken Art Splitter mit Bernd Brecht auf Radio Marabu. Der Performance-Künstler, Sänger, Schauspieler, Autor ist mit seiner ganz speziellen Kunst regelmäßig im Marabu-Programm zu hören. Immer mit Marcel Fischer in Gitarre X. Bernd Brecht, der feurige Brecht. Lasst euch überraschen und inspirieren. Broken Art auf Marabu. Einige Titel der DDR-Rockmusikgeschichte wurden von unserem Kollegen Bernd Brecht mit viel Humor aufgeführt. In der Abendstunde. Ich geh von Nordpol zum Südpol zu Fuß. Hallo, hier ist Frank Schöbel. Ich begrüße die Hörer von Radio Marabu. Beim Abschied von Eva Kyselka sang er Jedniko Serca. In der Wabe zu Berlin. Ein Lied von Jeslaw Niemen. Und mit Polen verbindet Bernd Brecht viel. In Wrocław hat er einige Zeit lang gewohnt. Hier haben wir uns auch einige Male besucht. Seiner avantgardistischen Musik stehen die polnischen Menschen deutlich aufgeschlossener gegenüber als die hiesigen. Konzerte gab er, etliche in Wrocław, aber auch in Katowice und Krakow. Unlängst weilte er wieder in seiner ehemaligen Wahlheimat. Er brachte uns eine Geschichte mit von einem Mädchen, Alina. Diese gibt es gleich nach einem Mitschnitt, der mittlerweile auch 5 Jahre alt ist. Bernd Brecht war damals nämlich Gast in Radio Opole. Können Sie nur hier hören, jetzt der Ausschnitt vom polnischen Radio. Die erste Minute ist polnisch, notfalls etwas vorspulen. Der Moderator kündigt Bernd Brecht an, dann geht's aber deutsch weiter. Broken Art Splitter. Bernd Brecht auf Radio Marabu. Dobre granie. Tak sobie z Kasprem próbowaliśmy przypomnieć lekcję niemieckiego, no nie wychodziło nam to najlepiej. No nie wychodziło, ponieważ mamy gości, którzy mówią w sumie w 3 językach. Dogadujemy się bez problemu, ale jak próbowaliśmy po niemiecku coś zagadać. Nie szło najlepiej, tak. Ale bardzo nam miło powitać w studiu Benta Brechta i Klausa Güntera. Bent jest artystą z Niemiec, natomiast Klaus jest jego przyjacielem, menedżerem, pomaga mu, żeby dotrzeć też do mediów w Polsce. Dzień dobry, cześć. Witam. Dzień dobry. Chciałbym zacząć, jeszcze tak od razu spróbujemy zarysować, jak rozmowa będzie wyglądać. Będziemy pytać pana Klausa, pan Klaus będzie tłumaczyć Bentowi, później będzie tłumaczył odpowiedzi Benta. Chciałem spytać na początku o twórczość, dlatego że Bent jest multiinstrumentalistą, gra w pianinie, na didgeridoo, na gitarze. Jak nauczył się takiej multiinstrumentalności? Czy to jest kwestia jakaś taka intuicyjna, talentu? Jak mu się udało to osiągnąć? Ja möchte von dir wissen, wie du dazu gekommen bist, so viele Instrumente zu spielen. Also didgeridoo, Klavier, Gitarre. Hast du das alles studiert, gelernt oder wie bist du dazu gekommen? Also ich habe erst mal 35 Jahre gebraucht, um verschiedene Instrumente zu erforschen. Und vorher hatte ich ein Studium angefangen oder überhaupt ein Studium Komposition. Poprosto ćwiczę 30 minut.
und später dann auch ein Gesangsstudium. Ja, erst po Studium Musikschne, po Studium Trudno, po Bibischen Slova Propolsko. Der aktorski, chyba też jest. Aktorski, tak, mhm. tak. Po niemiecku to jest Schauspieler. Tak, tak jest. Teatralnym. Ein Schauspielstudium auch. Und dann als Nebeninstrument habe ich immer, oder als Nebenfach, habe ich dann auch mich mit Komposition beschäftigt. Ja, jestem też kompositor. Od różne otwory. Najbardziej mnie interesuje Broken Art. To jest moja dzieci, po prostu. Was dann später auch Broken Art genau heißt. Und das ist eigentlich auch eine Definition, die ich jetzt also benenne, Tradition und Moderne aufzubrechen und diese also weiterzuführen. Skoro tyle mówimy o muzyce Bernta, warto jej odrobinę posłuchać, konkretniej próbki jego fortepianowych możliwości. Das vorgeschlagen fürs deutsche Radio ein sicherer Weg, eingefahren zu werden. Als Schauspieler sah man Brecht übrigens in etlichen ZDF-Fernsehproduktionen. Als Statist war er schon im Thälmann-Film von 1986 im Fernsehen der DDR dabei. Jetzt seine aktuelle Geschichte mit Alina in Polen. Ein schönes Erlebnis einer Tournee in Polen, schildert Bernd Brecht. Ja, ich war am 26., vom 26. bis zum 2.5. habe die erste Runde gehabt, der Kosmos Broken Art Symphonia Comeback in Polen, in Krakow. Eines meiner beeindruckendsten und bewegendsten Erlebnisse möchte ich erzählen. Ich bin nach Nowohuta gefahren, in die Stalinstadt, auch genannt, in der großen Vorstadt von Krakow, an den nahegelegenen Natursee, dort, wo man sich an diesen Feiertagen, so auch am 1. Mai, aufgehalten hat, um sich zu erholen. Es war ein sehr schöner Frühlingstag. Die Sonne schien, es waren ungefähr 20, 21 Grad. Und ich spielte das zweite Mal ein Kosmos Broken Art Konzert, diesmal als Außerirdischer mit dem Didgeridoo. Und plötzlich kam ein kleines Mädchen auf einem weißen Fahrrad angefahren. Es war ganz erstaunt und war, glaube ich, meine am meisten Hörerin, wie sich herausgestellt hat. Mit Serza! Takmavo! Takmavo! Mit Serza! Ja, und beim ersten Mal habe ich ihr einen Flyer, den ich bei mir hatte, mit Autogramm, mit Signum, geschenkt. Sie guckte mich an, ganz erstaunt mit ihren großen Augen, und freute sich und setzte sich dann auch gleich wieder aufs Fahrrad und ist losgefahren und verschwunden. Nach kurzer Zeit kam sie wieder und sie schaute mich noch tiefer an und schaute auf das Didgeridoo und tanzte und freute sich, dass sie so glücklich sein kann. Da frage ich sie, wie sie denn hieße. Und sie sagte, sie ist Alina, Alina aus der Ukraine. Und da wurde es mir ganz warm ums Herz und ich bekam Tränen in den Augen und habe ihr dann ein Omelette geschenkt mit einer ukrainischen Kunstgravierung. Kollege Bernd Brecht, ein Omelette? Natürlich kein Omelette, sondern
ein Amulett. Und sie schaute wieder und freute sich und wir umarmten uns. Ich drückte sie ganz spontan und sie schwang sich dann auch gleich wieder aufs Fahrrad und ist losgefahren. Und ich spielte nicht nur für die Kinder, ich spielte auch für die Erwachsenen, die vorbeikamen und sich freuten. Und es war eine richtig schöne, kosmische, friedvolle, strahlenfreudige Atmosphäre. Und wie so war, aller guten Dinge sind drei, kam sie noch einmal. Und ich hab ihr dann noch einen Apfel geschenkt. Schaute sie an, dachte mir, wo wird wohl jetzt ihr Vater sein? Ihr Bruder. Und da wird einem bewusst, welche Doppelmoral wohl in diesem ganzen Konflikt steckt. Dieses Mädchen kann nichts dafür, auch die Mutter nicht. Und ihr Vater und ihr Bruder schon gar nicht. Es sind Jungen, fast noch Kinder selber, die da wie Kanonenfutter geopfert werden, auf beiden Seiten. Aber diese kleine Geschichte soll eine Friedensgeschichte sein und gedenken auch an den heutigen Tag. Vergessen darf man es nicht. Meine Botschaft ist gegen alle Kriege, gegen alle Ungerechtigkeit. Broken Heart Splitter. Bernd Brecht auf Radio Magazin. Sonntag, der 4. Juni, die kleine Audiodatei. Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius erklärt sich auf dem Internationalen Sicherheitsforum Shangri-La Dialog in Singapur. Zitat: Wenn mir jemand vor 2 Jahren gesagt hätte, dass Deutschland schwere Waffen, Munition und andere Dinge in eine vom Krieg zerrissene Region liefern würde, hätte ich das nicht geglaubt. Ich hätte gesagt, das sei unmöglich. Pistorius erklärte, die deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine seien ein echter Paradigmenwechsel, der von der deutschen Regierung eine Neuausrichtung ihrer Verteidigungspolitik auch im Bereich der Waffenexportkontrolle erfordere. Ich ergänze, nicht wirklich ein Paradigmenwechsel, sondern ein Rückkehr zu den Paradigmen vor 1948. Besser gesagt, vor 1945. Quelle dieser Nachricht, die russische Nachrichtenagentur TASS. Gehen wir zum Fokus. Dieser berichtet, laut Monitoring-Zentrum für Rassismus und Xenophobie in Warschau sei die Anzahl der verbalen und physischen Angriffe auf die Ukrainer in Polen drastisch gestiegen. Mehr als 2 Millionen Ukrainer leben in Polen. Während der jährlichen Nationalistendemo am polnischen Nationalfeiertag dem 11. November 2022 waren anti-ukrainische Parolen zu lesen und zu hören, wie der Ukrainer ist nicht mein Bruder, Stopp der Ukrainisierung Polens und das ist nicht unser Krieg. Dennoch halten laut aktuellen Umfragen 43% der Polen einen russischen Angriff auf das Land für realistisch, 78% sehen Russland als eine Gefahr. Ergänzend auch interessant, veröffentlicht auf Visegrad Post, einem Nachrichtenportal der Visegrad-Staaten. Trotz ihrer großen Differenzen über die Ukraine und Russland mögen Polen und Ungarn weiterhin einander. Deren Freundschaft wird oft als Motor der Visegrad-Gruppe dargestellt. Die Haltung gegenüber dem Krieg in der Ukraine ist gegensätzlich. Ungarn lehnt Waffenlieferungen ab. Auch, dass von anderen Ländern gelieferte Waffen seine Grenze zur Ukraine überqueren. Polen ist der wichtigste logistische Umschlagplatz für diese Waffen. Während Budapest einen Verhandlungsfrieden und einen sofortigen Waffenstillstand fordert und Viktor Orban von einem Krieg zwischen 2 slawischen Ländern sprach, sind die polnischen Behörden überzeugt, dass Russland, falls es in der Ukraine siegen sollte, seinen imperialistischen Vorstoß nach Westen fortsetzen würde, beginnend mit den baltischen Staaten und Polen. Auf Seiten der ungarischen Medien erscheinen die Polen als unvorsichtig und geleitet von antirussischen Gefühlen und einem naiven Glauben an die amerikanischen Sicherheitsgarantien, ich ergänze US-amerikanischen, sowie an ein Amerika, ich ergänze USA, das sich selbstlos für die Verteidigung von Demokratie und Menschenrechten in der Welt einsetze. Es ist fraglich, was passieren wird, wenn der von Russland entfachte Krieg in der Ukraine länger dauert und die Spaltungen bestehen bleiben oder sich sogar verschärfen, aber im Moment scheint die jahrhundertealte Freundschaft, die bereits den Zweiten Weltkrieg überdauert hat, als die beiden Bruderländer auf gegnerischen Seiten standen, dem politisch-medialen Sturm standzuhalten. Freundschaft! Kennen Sie noch Helga Labs? Mensch, Kinder. 3 tiefergehende Artikel fielen mir bei Russia Today auf. Viktoria Nikiforova schrieb zunächst auf RIA Novosti:
Die NATO plane einen direkten Krieg gegen Russland. Die Meldungen, dass die NATO geheime Pläne für militärische Aktionen gegen Russland ausgearbeitet hat, verblüffen die westliche Öffentlichkeit auf unerfreuliche Weise. Den Menschen scheint langsam aufzugehen, dass ein Geruch von Benzin in der Luft liegt. Sie erinnert, der NATO-Block habe in den letzten 30 Jahren die Friedenstaube gespielt. Unter Berufung auf rein defensive Ziele hat er sich unablässig nach Osten ausgedehnt und ist dabei immer näher an die Grenzen Russlands herangerückt, während er gleichzeitig ganze Länder besetzte, zerstörte und deren Zivilbevölkerung tötete. Die Bürger Jugoslawiens, Libyens und des Irak starben massenhaft bei der Verteidigung, das in Anführungsstrichen der NATO-Länder. Die Autorin erinnert, europäische Steuerzahler, auf deren Kosten dieses Festmahl stattfand, demonstrierten nur selten gegen die Aggressionen der NATO. Ausnahme der Krieg im Irak. Bomben fielen immer weit weg von Paris und Berlin. Auch waren die Kriegsgegner der NATO immer arme Länder mit bescheidenen militärischen Fähigkeiten. Sie verfügten nicht über Waffen, die ihrerseits Paris oder Berlin hätten erreichen können. Über die geheimen Pläne der Allianz gegen Russland in den Krieg zu ziehen, berichtet nun das US-amerikanische Magazin Newsweek. Verabschiedet werden sie am 11. und 12. Juli laut Newsweek in Vilnius. Dort findet ein NATO-Gipfel statt. Offiziell im Gipfelprogramm: Aufgaben wie Harmonisierung und Koordinierung der Streitkräfte, langfristige Zusammenarbeit mit privaten Unternehmen im Verteidigungsbereich, Steigerung der Waffen- und Munitionsproduktion. Dies sind keine Aufgaben nur für heute. Es wird offen zugegeben, dass die Verwirklichung dieser Ziele mehrere Jahre in Anspruch nehmen wird. Der NATO-Plan für ein militärisches Vorgehen gegen Russland wird laut Newsweek in tausenden Dokumentenseiten dargelegt. Diese planen spezifische Manöver. Klar punktiert, die Allianz plant, Russland auf dem Schlachtfeld ernsthaft zu konfrontieren. Für Russland sind die geheimen Pläne der NATO keine Sensation. Ursprünglich war das Nordatlantikbündnis auf eine militärische Konfrontation zwischen der UdSSR und den Staaten des Warschauer Paktes ausgerichtet, sodass die NATO-Generäle in den Jahren des Kalten Krieges regelmäßig Szenarien für Kriege mit Russland ausheckten. Daran hat sich, laut Viktoria Nikiforova, seit dem Zusammenbruch der UdSSR nichts geändert. Im Jahr 2021 richtete US-Luftwaffengeneral Todd Walters, damals Befehlshaber der gemeinsamen NATO-Streitkräfte in Europa, Kanäle für die Versorgung der Ukraine mit westlichen Waffen ein. Die ersten Lieferungen von Waffen wie Stinger und Javelin gingen schon lange vor dem Beginn der russischen militärischen Sonderoperation durch diese Kanäle. Hier zitiert Washington Post: Bislang sind die Ergebnisse der militärischen Aktivitäten der NATO in der Ukraine kläglich. Auch erinnert der Artikel an die nicht enden wollenden Ankündigungen einer angeblich geplanten ukrainischen Gegenoffensive. Nächst Frühjahr, jetzt vielleicht Sommer. Hier veröffentlicht Springers Welt: Der ukrainische Präsident Zelensky kündigt nun den Beginn der Gegenoffensive an. Gegenüber dem US-amerikanischen Wall Street Journal, Zitat: Wir sind bereit. The victory will change the world. Feel that victory, release that energy. The victory will change the world. Victory, let the party begin. Eine Fernsehdokumentation von Anna Shepman fragt, warum ist Deutschland so versessen auf Krieg? In der Ukraine unterstützt Deutschland aktiv den imperialistischen Expansionskurs von EU und NATO und setzt dabei auf ein offen narzisstisches Regime in Kiew, von mir in der vergangenen Woche mehrfach an westlichen Quellen nachgewiesen. Deutsche Waffen töten wieder, was sich nach 1945 niemals hätte wiederholen dürfen, russische Zivilisten und Soldaten. Wer sich gegen den selbstzerstörerischen Kurs stellt, sich für Frieden mit Russland einsetzt und ein Ende des europäischen imperialistischen Expansionskurses in der Ukraine fordert, wird auf unterschiedliche Art und Weise bis hin zur Strafverfolgung mundtot gemacht. Man fragt, was ist aus Deutschland geworden? Zu Wort kommen in der Dokumentation Ken Jebsen, Liane Kielink oder auch Dagmar Henn. Zumindest auf Umfragen scheint sich eine klare Antikriegspolitik positiv auszuwirken. Keinen Krieg gegen Russland! Wir wollen Frieden mit Russland! Wir wissen gerade aus der Geschichte und gerade aus der Kulturgeschichte, dass Russen und Deutsche hervorragend zusammenarbeiten, sobald es Friede ist, sobald Friede existiert, dass wir ähnlich schwingen, dass wir ähnlich ticken und dass wir eine gute gemeinsame Zukunft gestalten können, wenn es den anderen auswärtigen Mächten recht wäre. Das erklärte der AfD-Vorsitzende Thüringens Björn Höcke. Nun publiziert Springers Welt 19%. Eine zweite Umfrage sieht die AfD gleich auf mit der SPD. Deutschland-Trend war die erste Umfrage
Insa ist nun die zweite. Publiziert in der Bild am Sonntag. Gleichauf mit der SPD, vielleicht sogar einen Prozentpunkt höher. Die Union verliert leicht, die Linke verbessert sich. Das ist der höchste Wert, den das Meinungsforschungsinstitut INSA jemals für die AfD gemessen hat. Besonders stark die AfD in ostdeutschen Bundesländern. Tja, hier wurden viele Menschen von verantwortungslosen Pädagogen zu unglaublichem Terror wie Frieden erzogen. Aber zurück zu Russia Today, ein Artikel von Wladislav Sankin. Putin blufft nur. Westliche Politiker sehen in der Weltkriegsgefahr nur ein Glücksspiel. Dass Russland im Stellvertreterkrieg in der Ukraine bislang noch keine Atomwaffen eingesetzt hat, wird vom Westen als Schwäche angesehen. Ein beispiellos gefährliches Glücksspiel. US-Präsident Joe Biden lässt sich von seinen Plänen nicht abbringen, berichtet der Fokus mit Verweis auf die Washington Post. Der Wert der US-amerikanischen Militärhilfe seit dem Beginn der russischen Militäroperation beläuft sich laut Angaben aus dem Pentagon bereits auf über 30 Milliarden Dollar. Der Grund für Bidens Vorgehen gegen Russland liegt nach Informationen der Washington Post darin, dass der russische Präsident Wladimir Putin seinen Drohungen keine Taten folgen lasse. Russlands Zurückhaltung bei Vergeltungsmaßnahmen habe das Risikokalkül von Außenminister Blinken beeinflusst. Auch der Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, nimmt eine ähnliche Position ein. Er ist der Ansicht, dass die Vorteile der Lieferung tödlicherer Waffen an die Ukraine die Risiken einer Eskalation überwiegen. Wladimir Putin sowie führende russische Sicherheitspolitiker haben mehrfach und in teils drastischen Tönen den Westen vor einer militärischen Einmischung in den Konflikt gewarnt. Zitiert wird Dmitri Medvedev, der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, Zitat: Die Niederlage einer Atommacht in einem konventionellen Krieg kann einen Atomkrieg auslösen. Ein von der Washington Post zitierter Experte behauptete daraufhin, dass Russland seinen Warnungen keine Taten folgen ließ, was die roten Linien entwerte. Die Frage, ob Putin blufft oder nicht, wird auch in Deutschland diskutiert, wobei die Medien demonstrative Gelassenheit zeigen. Im ZDF warnte im Oktober der Historiker Bernd Greiner, Zitat: Ich sehe die Gefahr, dass man innerhalb der NATO denkt, Hunde, die bellen, beißen nicht, dass man die Drohungen als Schwäche versteht und diese Schwäche als Gelegenheit ausnutzt, den Krieg mit konventionellen Mitteln zu eskalieren. Das könnte zu einem Bumerang werden. Das Austesten einer der beiden atomaren Supermächte, und zwar derjenigen, die von Atomwaffen noch keinen Gebrauch gemacht hat, folgt der zynischen Gossenlogik eines Halbstarken, der mit ständigen Nadelstichen ein vermeintliches Weichei verhöhnen will. Die russische Führung ist sich völlig im Klaren darüber, in welchem verkommenen Zustand die politische Klasse des Westens ist. Russland setzt daher zum Erreichen seiner Ziele offenbar auf einen jahrelangen, zähen Stellvertreterkrieg mit konventionellen Waffen und kontrollierbaren Verlusten auf der eigenen Seite, auf die Ernüchterung seiner Gegner hoffend. Die Hasardeure in der Biden-Administration sehen aber in dieser Art von Politik eine Einladung zum Glücksspiel, einem Spiel, dessen Einsatz das friedliche Leben auf dem ganzen Planeten ist. Was kann sie endlich zur Vernunft bringen? Ein spannender Artikel von Wladislav Sankin, in dem ich etliche meiner eigenen Einschätzungen wiederfinde. Das deckt sich auch mit Wortmeldungen, die ich dem russischen Fernsehen entnommen habe. Hier gibt es tatsächlich nicht wenige, die ein oder zwei gezielte Schläge gegen den Westen fordern, auch Atomschläge. Eine mögliche Argumentation: Dann wäre man mit den Amerikanern quitt, dann haben halt beide Atommächte einmal diese Waffen eingesetzt. Auch ich halte das tatsächlich nicht für ausgeschlossen. Die Gefahr, dass die russische Föderation als unentschlossen dasteht, ist sichtbar. Die derzeitige russische Führung hat ja immer argumentiert, man habe die militärische Sonderoperation begonnen, um den Dritten Weltkrieg zu vermeiden. Ich bin mir sehr sicher, jüngere russische Politiker würden einem Einsatz von russischen Atombomben sehr beherzter zustimmen. Sollte also seitens des Westens nicht die Notbremse getreten werden, sehe ich uns dauerhaft auf einem Pulverfass sitzend. Würde fast so weit gehen zu sagen, man sollte sich Orte suchen, in die man auswandern könnte. Kiew meldet russische Angriffe, Russland, ukrainische in Belgorod. Auch gab es Beschuss auf Melitopol. Trotz Bereitschaft für Gegenoffensive meldet die Ukraine erneut Mangel an Waffen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow wirbt für friedliche Mittel im Ukraine-Konflikt. Zitat: Wenn möglich, wäre das vorzuziehen. Er betont aber auch, die Länder des kollektiven Westens lassen Russland im Moment keine andere Option. Die Berliner Zeitung zitiert Dmitri Medvedev, man habe keine Hoffnung auf eine Rückkehr Russlands in die europäische Familie. International neue Demonstrationen gegen Gewalt und Regierung in Serbien. Demonstrationen auch in Israel gegen den Justizumbau. Proteste gab es in Senegal, 15 Tote. Krawalle bei der Demonstration in Leipzig. Und die Welt berichtet Thüringen. Festnahmen gab es bei einem Reichsbürgertreffen, genannt der Zweite Zukunftskongress. Das Ganze im thüringischen Eichsfeld, dort, wo Gott selbst noch nach dem Rechten schaut. Wetter, Marabu, Wetter.
Trockenheit. Waldbrände bei Jüterbock in Brandenburg haben sich stark ausgeweitet. Betroffen von Gewitter, Sturmböen und starke Niederschläge. Gebiete in Rumänien. Bei uns Gewitter am ehesten am Alpenrand. Mitte der kommenden Woche im Süden Deutschlands mehr Wolken. Warm im Norden kühler. Macher, Alternative Music.